Die große Marlene Dietrich, 100 Jahre alt geworden. Viele Jahre vor ihrem Tod hat sie sich ja in Paris in ihre Wohnung zurückgezogen und nur ganz wenige hatten Gelegenheit, bei ihr zu sein. Eigentlich bis kurz vor ihrem Tode. Einer von denen, die sehr häufig bei ihr zu Gast waren, ist mein nächster Gast. Er war bis kurz vor Marlene Dietrichs Tod ihr Leibkoch. Herzlich willkommen, Markus Auer. Ich habe ein beeindruckendes Bild für Markus Auer mit vielen Dank und Wünschen. Ich weiß gar nicht, wo ich es hinhalten muss. Vielleicht mal hier. Dann kann man das sehen. Und dann natürlich, also die Widmung ist toll, aber das Foto ist natürlich nach wie vor viel besser. Herr Auer, wie wird man Leibkoch von Marlene Dietrich? Ja, das hat angefangen 1989. Ich habe die Geschäftsführung der legendären Maison d'Allemagne übernommen in Paris und habe mir gedacht, na, irgendwas musst du dir einfallen lassen. Weil der Laden läuft nicht so toll, wie das eigentlich sein sollte. Und dann gab es die Möglichkeit des berühmten Marco Polo Preises für beste ausländische Küche im Ausland, gestiftet von Fouquet's und Maxim's. Und den habe ich gewonnen. Oh. Und daraufhin hat also dann Marlene Dietrich im Figaro gelesen, na, der Auer, wenn der schon alles bekocht hat, da rufe ich jetzt gleich mal an. Und hat er angerufen? Dann hat sie angerufen, morgens um 6:30. Ich war also gerade in unserem Feinkostladen, weil wir haben dort auch Brezen aufgebacken und Kuchen hergestellt und sowas. Und da habe ich mir gedacht, na, da will ich wohl wieder einer auf die Schippe nehmen. Hängst mal schnell wieder ein. Marlene Dietrich. Hier ist Marlene Dietrich. Und sage ich, ja, und ich bin der Kaiser von China. Ja. Zack. Zack. Und die war noch nicht ganz ausgeschlafen und da ging das Telefon wieder. Ich bin's wirklich, Schätzchen, Marlene Dietrich. Ja. Und ich... Ups, da bist du jetzt gleich ins Fettnäpfchen getreten. Ja, und dann hat sie gesagt, ich hätte gern ein schönes Frühstück, frischen Bohnenkaffee, ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte. Um 6:30 morgens, Schwarzwälder Kirschtorte. Und dann hat sie gesagt, und haben Sie nicht auch ein Piccolo für mich und ein bisschen Wurst und Käse? Ich habe gelesen, Sie kommen vom Allgäu, jetzt erzählen Sie doch mal. Und wie, für wen haben Sie denn schon alles gekocht? Und dann habe ich gesagt, ja, die Grimaldi sind ein- und ausgegangen, Karl Lagerfeld und Steffi Graf sehe ich ab und zu. Und Roman Polanski oder François Mitterrand. Und er sagt, was? Und die haben alle überlebt? Und sage ich, ja, dann können sie auch für mich kochen. Aufgelegt. Und dann habe ich ihr diesen Thermokoffer zusammengepackt. Und ein Thermokoffer? Ja. Ach so, wo man das Essen transportiert. Das Essen transportiert, habe alles da rein. Und dann bin ich in die Rue Mabeuf runtergewatschelt und rüber in die Avenue Montaigne. Und dort geläutet, Concierge, Monsieur Petru, hat aufgemacht und hat mich jetzt reingelassen. Und dann hat er mich erst mal ganz streng angeguckt und hat gesagt, vous mettez tout votre chose dans la table. Ach so, alles auf dem Tisch. Genau, und hat gesagt, Sie legen jetzt erst mal alles auf den Tisch. Und dann sage ich, ja, hallo, was ist denn hier los? Und dann hat er also gesucht und geschaut, ob ich kein Videogerät dabei habe oder ein Camcorder. Ach so, weil Sie so Angst vor Journalisten hatten. Ganz genau. Ja, ja. Und dann wollte ich also fragen und dann sagt er, c'est moi qui pose les questions. Aha. Und dann sind wir also im Aufzug rauf. Ja, ganz er stellt streng. Die Fragen. Und ja, klar. Und dann... Zimmer rauf und dann... Wie viel der Stock hat sie gewohnt? Dritter Stock. Und dann war also die Tür so ein bisschen angelehnt. Und habe ich so... Das war noch an dem gleichen Tag morgens? Nein, das... Am gleichen Tag. Morgens? Morgens, ja, so 7:30, 8. Dann habe ich ganz vorsichtig geklopft. Und dann habe ich dann die Stimme gehört. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ich beiß noch manchmal. Ja. Und dann bin ich da rein. Ja. Und tolles Zimmer halt hergerichtet. Sie hat dann überall Zeitungen gehabt, aber ganz gezielt ihre Sachen. Sie hatte also einen Plan, wo sie ganz genau aufgezeichnet hat, wo was zu stehen hatte. Und dann hat sie gesagt, so, und jetzt holen Sie mal da drüben das Tischchen. Und dann ging es los. Und habe ich mich eigentlich darauf eingerichtet, dass ich jetzt also erstmal einen Anschiss kassiere, weil ich so unverschämt am Telefon war. Aber das war so... Das war nicht. Und als junger Mensch orientiert man sich ja dann mehr an der Stimme. Also gerade ich war so sehr aufgeregt und dann die große Marlene Dietrich und... Ja, dann haben wir uns nett unterhalten. Und dann haben Sie das Essen serviert? Richtig. Wie war das? Ich meine, man muss sich das doch mal vorstellen. Das war eine Frau, die ja hier verehrt wird, die aber sich weitgehend zurückgezogen hat aus dem, was man so öffentliches Leben nennt. War das so, wie Sie es erwartet haben? War das pompös in der Wohnung oder Nein, eher überhaupt puristisch? Nicht. Eher puristisch, ganz schlicht und dem Zweck entsprechend. Sie musste ja, dadurch, dass sie bettlägerig war, musste sie ja genau wissen, wo sie also ihre Sachen hatte. Es gab auch einen Rollstuhl, eben ein kleines Tischchen. Und da hat sie also eine ganz genaue Einteilung gehabt, wo was zu stehen hatte.
Und ja, und ich habe dann also meine Sachen ausgebreitet und dann hat sie also angefangen zu frühstücken und dann haben wir uns unterhalten und sie war sehr gut zurechtgemacht und da habe ich mich gewundert, ne? Natürlich die Altersflecken, aber die Haare schön zusammengebunden, geschminkt. Jogginganzug oder Morgenmantel? Nein, Morgenmantel. Morgenmantel. Ja, und dann haben wir uns unterhalten und dann hat sie mich gefragt, wo kommen Sie denn her? Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich also im Allgäu zu Hause bin, in Kempten ganz genau. Das ist so unglaublich, weil man ja weiß, wie scheu sie war und wie zurückhaltend und das dann sozusagen übers Essen so schnell im Grunde genommen so, na, ich will nicht sagen eine Freundschaft, aber doch eine Bekanntschaft entstehen kann. Ja, es ist schon viel entstanden dadurch, aber wir hatten einfach eine ganz tolle Beziehung und es hat also funktioniert und sie hat mich gefragt, was ist da draußen los, wer sie ja selber nicht mehr rausgegangen ist und wollte natürlich ihre Informationen, die sie aus Journalen oder Zeitungen hatte, bestätigt wissen. Was, hat sie französische Zeitungen gelesen oder deutsche Zeitschriften? Alles mögliche, deutsche. Wir hatten zum Beispiel auch die Bunte, habe ich da mal aufgeschlagen gesehen oder waren dann so Randnotizen. Also sie hat unwahrscheinlich gerne Randnotizen gemacht und sich zu Themen geäußert oder sie hat gesagt, ja, was sagen Sie denn dazu? Und haben Sie das schon gesehen? Ja, so, und was für ein Thema zum Beispiel? Ich kann mich erinnern, damals war so ein Riesenartikel drin, dass sich die Liz Taylor hat liften lassen. Und dann hat sie gesagt, da gucken Sie mal dahin, so ein Quatsch. Ja. Ihr solltet lieber was Vernünftiges essen hier. Ja. Und das war ihre Einstellung. Hat schon rege am Leben teilgenommen. Jawohl, und sie hat gesagt, die Menschen da draußen sollen mich so in Erinnerung behalten, wie ich 1960 von der Bühne abgetreten bin und fertig. Die brauchen nicht sehen, dass ich ein zerklüftetes Gesicht habe oder Altersflecken. Oder das wollte sie nicht. Und das war der Grund, warum man immer kontrolliert wurde, ob man ein Fotoapparat dabei hatte oder... Sie waren aber dann häufig bei ihr? Ja, ich bin dann später 2-3 Mal die Woche dahin. Haben auch warm gekocht bei ihr oder immer nur Schwarzwälder Kirschtorte und Piccolo? Nein, auch Mittagessen und Abendessen. Und sie hat mir natürlich auch jede Menge Rezepte gegeben, hat gesagt, das müssen Sie so machen und das funktioniert so und da können Sie dieses mit erreichen. Und wir haben uns aber alles unterhalten. Das waren ganz tolle Themen. Also war es schon mehr als Leibkoch? Irgendwie ist es ja dann wie ein Kontakt zur Außenwelt. Ganz genau. Fast ein Freund. Ja. Waren Sie eine Vertrauensperson? Ich glaube ja. Also eher eine Vertrauensperson. Sie mochte mich, also auch meine Art und ich bin also ganz locker mit ihr umgegangen. Mhm. Also so, als wäre es meine Großmutter. Und naja, und nach einiger Zeit hat sie dann auch mal gefragt, aha, haben Sie sich zurechtgefunden in Paris? Mhm. Und haben Sie denn schon eine nette kleine Französin kennengelernt? Mhm. Sorgte sich ja, also um das Wohl. Ja, und dann haben wir also über das Thema gesprochen, dann musste ich ein Foto mitbringen. Mhm. Und da hat sie gleich gesagt, aha, baiser, baiser, das heißt bon chic, bon bourgeois. So, das hat sie also gleich ihren Kommentar dazu gegeben. Eingeordnet, ja, kategorisiert. Genau. Was waren denn so die Lieblingsgerichte? Was hat sie denn am liebsten gegessen? Also sie machte unheimlich gern Eintöpfe. Also so mit Linsenmahl oder mit Erbsen und da Würstel drin oder so. Aber sie mochte eben meine Küche ganz besonders, weil jeder meint jetzt immer, deutsche Küche wäre so schweres, dickes, fettes Essen. Aber das ist es nicht. Auch die deutsche Küche kann eine sehr leichte und gesunde sein. Mhm. Und bei mir hat sie eben sehr gut geschmeckt. Sie hat das größte Kompliment, was ich von ihr bekommen habe, war mal, dass sie gesagt hat, also bei Ihnen muss ich nie nachwürzen. Mhm. Und das hat mich sehr gefreut. Mhm. Das heißt, also ich versuche mir das so vor, hat die eigentlich bezahlt, das Essen? Ja, klar. Ah, ja. Die hätte die... Ja, kann man ja mal fragen so. Ne? Na, sie hat auch, sie hat das immer regelmäßig telefoniert mit ihren Freunden, hatte sehr hohe Telefonrechnungen. Ja, also und ob sie das Telefon bezahlt Essen? Hat, das wird uns ja jetzt beide nicht so interessieren. Nee. Sondern mehr so. Aber das Essen hat sie schon regelmäßig bezahlt, die Privatsekretärin hat dann schon immer überwiesen, also das war überhaupt kein Problem. Nein. Mhm. Sie waren insgesamt fast 7 Jahre dort, haben für Sie gekocht und waren ja im Grunde genommen mehr als ein Leibkoch. Wann haben Sie Marlene Dietrich zum letzten Mal gesehen oder besucht? Oder ich habe sie zum letzten Mal besucht, das war im Januar 92, also Jahreswechsel 91-92. Und da haben wir zwei dann Abschied genommen. Also sie wusste dann, dass die Maison dann meine geschlossen wurde. Und sie hat da so einen kleinen Artikel gelesen in der Zeitung. Und das war... Ja, nicht so schön, klar. Also das heißt, Sie mussten gehen, weil dieses Restaurant geschlossen wird und deshalb konnten Sie nicht mehr für Sie da sein? Nein, ganz genau. Sie wusste, dass das auch gleichzeitig das Ausbedeuten würde für unsere langjährige Freundschaft und Beziehung und Gespräche natürlich. Haben Sie sie dann bis zu Ihrem Tod noch mal gesehen, besucht, Kontakt gehalten irgendwie? Nicht mehr. Hat sie mal Weihnachtskärtchen geschrieben? Ich wollte Ostern noch mal dahin, aber irgendwie war ich dann verhindert und habe es nicht geschafft. Wie haben Sie von Ihrem Tod erfahren? Auch über die Medien, ja. Sag mal. Insofern, für einen jungen Koch, Sie sind ja nicht alt an Jahren, wie alt? Ich bin jetzt 38 geworden. 38, das heißt, Sie waren als relativ junger Mann da in Paris? Ja, mit 26. Ja. Ja.
aber später und vorher allerlei erlebt und in Indien für die Bundesregierung gekocht bei irgendwelchen Besuchen. Bei der Frau Gandhi, ja. Ja, mhm. Bei der Frau Gandhi, irgendein mhm. Deutschen, nee, für die bayerische Staatsregierung. So ist es, ganz ja. genau. Und im Restaurant ja alle möglichen Menschen gehabt, so Mitterrand ja. und, ja. Ist das toll, wenn die kommen? Ja, schon. Also ich habe halt immer ganz natürlich reagiert und habe mein Bestes gegeben, ist ja klar, und habe ja. natürlich immer eine gute Küche gemacht und das hat denen gefallen wahrscheinlich. Ja. Dann kann ich Ihnen nur gratulieren und für die außerordentlich interessanten Erzählungen aus dem Hause Dietrich kann ich mich nur bedanken. Hat es eigentlich mal die Verlegenheit gegeben, so nach dem Motto, Mensch, die Geschichte, die könnte ich ja richtig verkaufen, das wäre ein Hammer. Ich bin derjenige, der da rein kann. Und andere würden viel Geld dafür hinlegen. Na, eigentlich weniger. Ja. Also ich kann mich auch an eine Episode erinnern. Sie hatte ja sich die Backenzähne ziehen lassen, mhm. alle vier, damit sie ihre Grübchen behält. Das war mhm. also auch so ein Ding. Ja. Und da hat sie furchtbar gelitten, gell? Oder wenn jetzt zum Beispiel die Tochter kam, die Maria Riva, mhm. dann mussten natürlich die Sachen alle verschwinden. Also das hat sie dann in die Morgenmäntel versteckt. Was musste verschwinden? Die schönen Pralinen oder sie hatte auch mal die Piccolos. Und das hat sie also alles in ihre Morgenmäntel schön versteckt. Und dann ging das so 8, 14 Tage und dann gab es Gemüsesäfte und Obstsäfte und Rohkost. Ne? Okay. Und plötzlich ging mir das Telefon und es läutete, sagte, ich bin's, Marlene, Sie können wieder kommen, der General ist weg. Okay, also dann wussten Sie wirklich viel, ich merke, und es wäre möglicherweise nicht richtig gewesen, das damals schon zu erzählen. Ich bedanke mich sehr herzlich für den Besuch. Markus Gerne. Auer, meine Danke. Damen und Herren. Ein Dankeschön allen meinen Gästen, Frau Schröder-Köpf.